Christine lag auf dem Rücken. Das war ungewöhnlich. Sie hob vorsichtig den Kopf, bis zu dem Punkt, an dem der Nacken zu reißen drohte. Dann ließ sie sich zurückfallen. Ihr Blut pochte, als ob Taubenei große Teigtropfen auf ihre Stirn klatschten und langsam in den Schädel sackten. In der Hoffnung, den Schmerz dadurch abzuwehren, hielt sie die Lider geschlossen und suchte auf der Innenseite nach paradiesischen Bildern. Sie dachte an laue Sommernächte am Landwehrkanal, unter den farbigen Lichterketten der Biergärten, an die aufregenden Fahrten zur Uni in der rumpelnden Hochbahn, in der man quer zur Fahrtrichtung saß, Menschen aus den fremdesten Kulturen gegenüber und einen einmaligen Panoramablick genoss. Berlin in all seinen architektonischen und historischen Facetten ruckelte vorbei. Bild für Bild mit abgerundeten Ecken. Wie bei den Kinderkameras mit den Urlaubsdias drin, vom Königssee oder von der Edertalsperre. Aber da musste man ja noch selbst weiterdrücken. Sie dachte daran, dass sie mit verwegener Pose auf Bierkästen vor dem Madonna gesessen und wie alle hier Pilz aus der Flasche getrunken hatte, an die vielen neuen Bekannten, die sie wie selbstverständlich auf der Wiener Straße grüßte, wenn sie zum Görlitzer Bahnhof lief. Jetzt gehörte sie dazu. Endlich, endlich da leben, ja, leben, wo der Puls der Zeit zu spüren war. Aber das Pochen hörte nicht auf. Christines Handflächen bewegten sich langsam über die Bettdecke. Sie fühlte sich wie Seersucker an. Hatte sie diesen Bezug nicht längst weggeschmissen? Vorsichtig schlug sie die Augen auf, um festzustellen, dass es sich zwar wirklich um Seersucker-Bettwäsche handelte, aber nicht um ihre. Die hier hatte nicht die ausgewaschenen Sonnenblumen, die sie kannte. Die hier war grau, wie die Betonplatten vor der Rostlaube der FU. Unregelmäßig so grau, so als habe jemand versucht, sie schwarz zu färben. Blitzartig war Christine hellwach. Sie setzte sich in dem müde knarrenden Bett auf. Ein hoher Raum mit Resten einer Stuckrosette um eine IKEA-Lampe, einen vergilbten Papierballon, dazu zwei zerbeulte Kopfkissen, ein bombastischer Kachelofen und düsterer Mief. Ihr Blick wanderte auf den Dielenboden und blieb daran haften. Wie in vager Erinnerung an einen Traum erschien das Gesicht eines Mannes vor ihr, der mindestens 35 Jahre alt war. Er lachte, sagte mit badischem Zungenschlag, Ochsenblut, Ochseblut, immer wieder Ochseblut und riss dabei die Augen weit auf. Christine fürchtete, seine elfenbeinfarbenen Augäpfel könnten herausfallen. Scheiße, wie er sich amüsiert hatte, weil sie die ganzen Mysterien um die Kreuzberger Mietskasernen, die wilden Stories aus der Hausbesetzerszene und über den geplünderten Bolle am Görlitzer Bahnhof nicht kannte. Jetzt war es ihr peinlich, dass sie dabei so fasziniert an seinen Lippen gehangen hatte. Schutzsuchend umfasste sie ihre Oberarme und sah an sich hinunter. Sie war nackt, aber allein. Schnell fischte sie mit dem linken Fuß ihre vor dem Bett verstreuten Kleidungsstücke heran und zog sich an. Hatte hier wirklich jemand die schönen alten Dielen mit Rinderblut bestrichen? Um den widerlichen Blutboden nicht berühren zu müssen, schlüpfte Christine in ein paar braune Birkenstockschuhe mit Massagenoppen. Auf dem Tisch an der Wand gegenüber fand sie ein leeres Päckchen Gauloise, daneben aufgerissene Zigaretten, Papierfetzen und abgeknickte Filter. Ringsherum bedeckten Tabakkrümel, leere Bierflaschen, Kronkorken und Reste einer Dönerverpackung die vernarbte Tischplatte. Wie war sie hier gelandet? Christine konzentrierte sich, sah das Wiener Blut, der lange Tresen leer, die Aschenwäsche am Überquellen. Anja musste längst gegangen sein. Neben Christine nur noch dieser Mann, der bemühte sich, bei Laune zu halten. Die Frau hinterm Tresen kaute Kaugummi. Dann auf einmal ein Hauseingang. Sie fühlte das Sixpack unterm Arm. Der Typ lehnte halb an, halb auf ihr. Zwischen ihnen der warme Döner in seiner Jackentasche. Die Feuerwehr fuhr vorbei, sie küssten sich. Und plötzlich war es hell und sie hier.